Hallo liebe Spreekick-TV-Zuschauer, hier ist Zecke Neuendorf von Hertha BSC und ich stelle euch jetzt ganz schnell mal meine drei Top-Plätze vor. Nummer 1 im Hintergrund, das Berliner Olympiastadion. Was eigentlich auch Nummer 2 und 3 ist, weil schönere Plätze gibt es nicht in Berlin, nicht in Deutschland, nicht in Europa und nicht auf der Welt. Aber da ich euch ja drei benennen soll, lege ich mit Nummer 2 auch gleich weiter. Das ist ein Stück weiter hinter dem Olympiastadion, das Amateurstadion. Ein kleines, schnuckliges Stadion, passen nicht ganz so viele Zuschauer rein. Ich spiele da mit der U23, unsere Heimspiele zum größten Teil tragen wir davor. Dieses Jahr nicht ganz so erfolgreich, in der Rückrunde werden wir es aber besser gestalten. Ich vielleicht auch noch, auch mit Bauchansatz. Ja, und Nummer 3 nehme ich einfach mal den Platz von Stern 1900. Da bin ich, was heißt groß geworden, so groß bin ich auch nicht, aber da habe ich meine ersten Fußballeranfänge gemacht, wenn man es so sagen darf. Ist in der Schilternstraße. Heute ist es ein schöner Kunstrasen, früher war es ein Schotterplatz. Da hatte ich dann immer, abends hatte meine Mutter schwer zu tun, mit der Pinzette die Steine aus meinen Knien rauszusammeln und an den Seiten immer schöne Schürfwunden. Von daher, das sind also meine drei Top-Plätze und nun meine drei Flop-Plätze. Ist schwer in Berlin Flop-Plätze zu finden. Aber ich sag's einfach mal so, überall wo Leute spielen oder wo ein Platzwart vorhanden ist, der nicht blau-weiß denkt oder nicht blau-weiß fiebert, sind eigentlich relativ große Flop-Plätze für mich. Von daher aufgepasst an alle Spreekick-TV-Zuschauer, denkt blau-weiß, habt Hertha im Herzen und dann habt ihr auch keinen Flop-Platz bei euch in der Nähe. Alles Gute, viel Spaß noch, Zecke Neuendorf von Hertha BSC.